Die Berlinale bringt der Hauptstadt nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer eine zusätzliche Wirtschaftskraft von rund 125 Millionen Euro. Nicht nur die Besucherzahlen werden weiter steigen, auch die Unternehmen in Berlin profitieren von den Filmfestspielen, sagte die CDU-Politikerin. Mit rund 3.500 Unternehmen und 25.000 Erwerbstätigen in der Branche liege die Hauptstadt unangefochten an der Spitze der Film- und Fernsehstandorte in Deutschland, so Itzer weiter. Das Filmfestival Berlinale zeigt vom 6. bis 16. Februar rund 400 Werke aus aller Welt.